Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt gerade vor der Weser-Ems-Halle, wo heute und morgen die Job4U-Messe stattfindet. Und wer da so ist, das schauen wir uns jetzt am besten einfach mal an und ihr kommt einfach mal mit. So, ihr Lieben, ich stehe jetzt gerade mit Lena und sie macht eine Ausbildung bei Nanunana. Sag mal, Lena, was braucht ein Azubi bei euch für Eigenschaften? Ich würde sagen, ein Azubi bei uns muss kreativ sein, neugierig, wissbegierig auf jeden Fall, da man viel Neues lernt, aber auch teamfähig, da wir viel im Team arbeiten. Was ist denn in eurer Ausbildung das Coolste? Also wir werden von unserem Unternehmen sehr stark gefördert, was jetzt auch die schulischen Leistungen betrifft. Wir bekommen zum Beispiel zweiwöchentlich Wirtschaftsunterricht von einem externen Wirtschaftslehrer, der dann ins Unternehmen kommt und mit uns nochmal Themen aufarbeitet, die wir vielleicht in der Berufsschule nicht ganz verstanden haben oder die wir nochmal wiederholen möchten. Genauso wie, dass wir Englischunterricht haben, genau, der wöchentlich stattfindet, auch geleitet von einer externen Firma. Und ja, wir haben auch ab und zu Azubi-Events, die dann stattfinden, wie zum Beispiel Kanufahren oder andere Aktivitäten, die wir dann zusammen unternehmen, auch nochmal unter den Azubis unsere Teamfähigkeit zu fördern. Klingt auf jeden Fall nach viel Unterstützung und Teamgeist. Was für eine Ausbildung kann ich bei euch denn überhaupt machen? Genau, also Nanunana bildet aus im Groß- und Außenhandel, im Büromanagement, als Fachinformatiker wird ausgebildet. Die Nanunana bietet duale Studiengänge an, BWL und Wirtschaftsinformatik. Und natürlich kann man auch bei uns in der Filiale eine Ausbildung machen zur Verkäuferin oder zur Einzelhandelskauffrau, Kaufmann. Genau, und das ja nicht nur in Oldenburg, also in der Zentrale werden die anderen Berufe ausgebildet. Genau, in der Filiale kann man dann tatsächlich überall in Deutschland, also wir sind nicht nur hier in der Region vertreten, sondern tatsächlich bis runter nach Bayern, überall, genau, gibt es da dann die Möglichkeit, bei Nanunana zu arbeiten. So, wir sind mittlerweile bei Brötchen angekommen und hier stehe ich jetzt gerade mit Fabienne und Emma. Die machen hier eine Ausbildung und ich frage doch mal direkt, was muss man mitbringen? Definitiv motiviert sein, Spaß daran zu haben, was man macht, ja, und Teamfähigkeit. Ja. Und welche Ausbildungsberufe kann man bei euch erlernen? Wir bilden aus im Groß- und Außenhandel, im Lagerlogistik und im Büromanagement. Warum Brötchen? Wir bieten halt viel für die Auszubildenden an. Wir haben zum einen einmal in der Woche innerbetrieblichen Unterricht. Da machen wir so Produktschulung. Dann machen wir noch einmal im Jahr eine Werksfahrt. Da fahren wir zu unseren Lieferanten hin, schauen uns das da einmal alles an. Ja, und allgemein so für die Prüfung bereiten wir uns auch im Betrieb vor. Wir werden halt echt gut unterstützt. Ich sehe das genauso, weil wir haben auch vor der Prüfung immer eine Woche in Goslar. Das ist so ein Prüfungsvorbereitungskurs. Jetzt haben wir ein 20-jähriges Jubiläum von Brötchen. Das ist dann das Thema Oktoberfest. Und ja, man fühlt sich hier halt wirklich sehr gut aufgenommen und dadurch fühlt man sich hier auch sehr wohl. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein bisschen Spaß auf der Job4U und gehen mal weiter. Ich stehe hier in keinem Gewächshaus, sondern bei Zu Jedele Pflanzen zusammen mit Matthias und mit Tim. Und die beiden erzählen mir jetzt mal ein bisschen. Und zwar, was ist bis jetzt das coolste Ereignis gewesen bei euch? Generell die Arbeit macht uns sehr Spaß und vor allem, wenn man auch mal mit den großen Treckern fahren darf bei uns. Also das macht dann schon Spaß. Und was kann man bei euch machen? Also du zum Beispiel bist Praktikant, richtig? Ganz genau. Ich mache eine Ausbildung im Gartencenter und muss da ein bisschen mehr von der Produktion miterleben. Muss da auch mal reinsteigen, auch mal reingucken, nicht nur präsentieren, sondern auch produzieren. Und das lerne ich bei Zu Jedele. Und was machst du? Ich mache jetzt meine Ausbildung. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Im nächsten Jahr habe ich dann meine Prüfung und bin dann ausgelernt. Und wie muss der perfekte Mitarbeiter aussehen bei Zu Jedele Pflanzen? Also da haben wir kein Standardbild, aber also man braucht natürlich eine normale Fitness. Und ideal wäre natürlich, wenn man mindestens den Hauptschulabschluss hat,
aber sonst braucht man keine Vorkenntnisse, sonst lernt man alles bei uns dann in der Firma. Das klingt doch gut. Ich habe gerade auf der Messe den Duft von Waffeln wahrgenommen und das hat meinen Hunger etwas geweckt. Ich habe jetzt gerade auch das Schild hier gelesen und ich glaube, für uns ist jetzt erstmal Mittag angesagt und es geht später weiter.